Ja, liebe Zuschauer, glaubt ihr noch an eine unabhängige Justiz, an eine Justiz, die Recht spricht im Rahmen unserer Gesetze, im Rahmen unseres Grundgesetzes, im Rahmen unserer bisherigen Rechtsprechung? Was glaubt ihr? Ich möchte euch mal ein paar Fälle aufzeigen, wo mir persönlich doch einige Zweifel kommen, ob das noch deutsches Recht ist und ob hier noch ich als Bürger auf eine entsprechende unabhängige Rechtsprechung vertrauen kann. Im August bin ich auf folgenden Tweet auf Twitter gestoßen. Hier schreibt eine, ich sag mal angeblichen Namen, Jennifer Schwert: Stimmt, ich hätte jeden Impfverweigerer ins Gas geschickt oder in eine Genickschussanlage gesteckt. Ah, und in ein KZ davor, um die Verweigerer dann erstmal auszubeuten, zu foltern etc. Nun, wie empfindet ihr diesen Tweet, wenn man daran denkt, wie in der Vergangenheit über Hasskommentare und dass man die unterbinden muss, in der Politik diskutiert hatte und bestimmte Bevölkerungsgruppen oder Gruppen, die jetzt sagen wir, regierungskritisch sind, in die Ecke gedrängt hat und hier der Hasskommentare bezichtigt hat. Ich habe daraufhin Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg fortgestellt mit folgendem Text. Ich erstatte hiermit Strafanzeige gegen Unbekannt auf Twitter unter Jennifer Schwert wegen Hetze und Drohungen gegen Ungeimpfte, von ihr als Impfverweigerer bezeichnet. Folgender Sachverhalt: In den sozialen Medien häuft sich die Hetze gegen Ungeimpfte. Befeuert werden solche Hass- und Hetzkommentare auch durch Medienberichte und Äußerungen von Politikern. Ich beziehe mich konkret auf den beiliegenden Kommentar auf Twitter vom 10.08.2021 um 21.43 Uhr von Jennifer Schwert, in dem eine Wortwahl aus dem Dritten Reich gegen Juden verwendet wurde. Es wird von Gas, von KZ, von Genickschussanlage, von Foltern und Ausbeuten geschrieben. Ich meine, dass diesem Geschehen frühzeitig Einhalt geboten werden muss. Es handelt sich eindeutig um eine Straftat. Ich erwarte, dass hier der Rechtsstaat die Grenzen setzt und solche Straftaten verfolgt werden. Im Übrigen möchte ich nur darauf hinweisen, dass jetzt ständig von Politik und Medien von Impfverweigerern geredet und geschrieben wird. Wie kann jemand etwas verweigern, was angeblich freiwillig ist? Man kann doch nur etwas verweigern, wozu man gedrängt oder gezwungen werden soll. Nun, welche Antwort hättet ihr jetzt eigentlich von der Staatsanwaltschaft erwartet? Glaubt ihr, dass das aufgegriffen wird? Oder was denkt ihr, dass die Staatsanwaltschaft daraus macht? Ich werde es euch gleich zeigen. Am 1. September habe ich Antwort bekommen von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. Sie schreiben: Sehr geehrter Herr Gröll, in dem oben genannten Verfahren habe ich mit Verfügung vom 26. August folgende Entscheidung getroffen. Von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wird gemäß § 152 Absatz 2 Strafprozessordnung abgesehen. Gründe: Der Beschuldigten liegt zur Last, am 10.8. auf Twitter geschrieben zu haben, ich hätte jeden Impfverweigerer ins Gas geschickt oder in eine Genickschussanlage gesteckt. Der angezeigte Tweet stellt kein strafbares Verhalten dar. Er mag geschmacklos sein, die Tatbestände der Volksverhetzung oder der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten sind aber nicht erfüllt. Hinsichtlich der Volksverhetzung fehlt an einem tauglichen Angriffsobjekt im Sinne des § 130 Absatz 1 Strafgesetzbuch, weil die Gruppe der Impfverweigerer nicht hinreichend bestimmbar ist. Für eine öffentliche Aufforderung zu Straftaten im Sinne des § 111 fehlt es bereits an einer entsprechenden konkreten Aufforderung. Eine solche lässt sich der Äußerung der Beschuldigten nicht entnehmen. Nun, da kann man mal nachdenken, ob das wirklich so ist. Ja, wo ist eigentlich die Grenze zwischen einer Aufforderung zu einer Straftat, einem Bekenntnis zur Bereitschaft, jemanden zu töten, in die Genickschussanlage zu stellen, und einer reinen Meinungsäußerung, die keine Konsequenzen hat? Dann braucht man aber auch nicht davon reden, dass man Hasskommentaren und solchen Aufforderungen hier Einhalt gebieten will. Mich würde dazu eure Meinung interessieren, wie ihr die Sache seht.
Nächster Fall. Berlin. Auf Twitter habe ich folgenden Tweet gelesen. Und zwar schreibt hier die Generalstaatsanwaltschaft Berlin: Gestern wurde die Verwendung eines gelben Sterns mit der Aufschrift "nicht geimpft" in Verbindung mit der Überschrift "die Jagd auf Menschen kann nun wieder beginnen" als Volksverhetzung mit einer Geldstrafe in Höhe von 80 Tagessätzen geahndet. Das war also am 30. September 2021. Es steht dabei: Die Staatsanwaltschaft Berlin verfolgt die öffentliche Verwendung eines in der Querdenkerszene verbreiteten antisemitischen und den Holocaust verharmlosenden Symbols als Straftat. Ich frage mich schon wieder, dieser Verweis zur Querdenkerszene, was hat das damit zu tun mit diesem einzelnen Mann? Okay, dieses Symbol vergleicht Nicht-Geimpfte mit den verfolgten Juden in der Zeit des Nationalsozialismus. Ich habe dann noch herausbekommen, dass das Urteil vom Amtsgericht Tiergarten in Berlin gefällt wurde. Ja, hier begründen wir in solchen Fällen die Richter immer damit, dass hier der Holocaust verharmlost wird, wenn man heute die Anführungsstrichen Verfolgung der Ungeimpften mit der Verfolgung der Juden vergleicht. Und da möchte ich mal etwas aufzeigen, was hier eigentlich genau dem widerspricht oder das widerlegt. Am 25. August 2021 haben Holocaust-Überlebende und deren Angehörige oder Nachkommen in Amsterdam bei der EMA, also der Europäischen Arzneimittelzulassungsbehörde, einen Brief übergeben mit dem Titel, hier ist die deutsche Übersetzung: Stoppt den Holocaust. Sehr geehrte Damen und Herren, wir, die Überlebenden der Gräueltaten, die während des Zweiten Weltkriegs an der Menschheit begangen wurden, fühlen uns verpflichtet, unserem Gewissen zu folgen und diesen Brief zu schreiben. Es ist für uns offensichtlich, dass sich vor unseren Augen ein weiterer Holocaust größeren Ausmaßes abspielt. Die Mehrheit der Weltbevölkerung begreift noch nicht, was vor sich geht, denn das Ausmaß eines organisierten Verbrechens wie diesem liegt jenseits ihres Erfahrungshorizonts. Wir aber wissen es. Wir erinnern uns an den Namen Josef Mengele. Einige von uns haben persönliche Erinnerungen. Wir erleben ein Déjà-vu, das so entsetzlich ist, dass wir uns erheben, um unsere armen Mitmenschen zu schützen. Zu den bedrohten Unschuldigen gehören jetzt auch Kinder und sogar Säuglinge. In nur 4 Monaten haben die Covid-Impfstoffe mehr Menschen getötet als alle verfügbaren Impfstoffe zusammen von Mitte 1997 bis Ende 2013, ein Zeitraum von 15,5 Jahren. Und am schlimmsten betroffen sind Menschen zwischen 18 und 64 Jahren, die Gruppe, die in der Covid-Statistik nicht auftaucht. Wir fordern Sie auf, dieses gottlose medizinische Experiment an der Menschheit sofort zu beenden. Was Sie Impfung gegen SARS-CoV-2 nennen, ist in Wahrheit ein blasphemischer Eingriff in die Natur. Niemals zuvor ist es gelungen, den gesamten Planeten durch Einbringen einer synthetischen mRNA in den menschlichen Körper zu immunisieren. Es handelt sich um ein medizinisches Experiment, auf das der Nürnberger Kodex angewendet werden muss. Die 10 ethischen Grundsätze in diesem Dokument stellen einen grundlegenden Kodex der medizinischen Ethik dar, der während der Nürnberger Ärzteprozesse formuliert wurde, um sicherzustellen, dass Menschen nie wieder unfreiwilligen medizinischen Experimenten und Verfahren ausgesetzt werden. Grundsatz 1 des Nürnberger Kodex: Die freiwillige Einwilligung der betroffenen Person ist absolut unerlässlich. Dies bedeutet, dass die betreffende Person rechtlich in der Lage sein muss, ihre Einwilligung zu geben, dass sie in der Lage sein muss, eine freie Entscheidung zu treffen, ohne dass ein Element der Gewalt, des Betrugs, der Täuschung, der Nötigung, der Übervorteilung oder einer anderen Form von Zwang oder Nötigung vorliegt und dass sie über ausreichende Kenntnisse oder ein ausreichendes Verständnis der Elemente des betreffenden Gegenstands verfügt, um eine verständige und aufgeklärte Entscheidung treffen zu können. B. Das letztgenannte Element erfordert, dass die Versuchsperson vor der Annahme einer positiven Entscheidung über Art, Dauer und Zweck des Versuchs, über die Methode und die Mittel, mit denen der Versuch durchgeführt werden soll, über alle vernünftigerweise zu erwartenden Unannehmlichkeiten und Gefahren sowie über die Auswirkungen auf ihre Gesundheit oder Person, die sich aus ihrer Teilnahme an dem Versuch ergeben können, aufgeklärt wird.
C. Die Pflicht und Verantwortung, die Qualität der Einwilligung festzustellen, liegt bei jeder Person, die den Versuch initiiert, leitet oder sich an ihm beteiligt. Es handelt sich um eine persönliche Pflicht und Verantwortung, die nicht ungestraft an andere delegiert werden kann. Dazu: Von einer freien Entscheidung kann keine Rede sein. Die Massenmedien verbreiten Angst und Panik und nutzen die Regeln der göttlichen Propaganda, indem sie Unwahrheiten so lange wiederholen, bis sie geglaubt werden. Seit Wochen rufen sie zur Ächtung der Nichtgeimpften auf. Waren es vor 80 Jahren die Juden, die als Verursacher von Infektionskrankheiten verteufelt wurden, so sind es heute die Ungeimpften, denen man vorwirft, das Virus zu verbreiten. Die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit zu reisen, die Freiheit zu arbeiten, das gesamte Zusammenleben wurde den Menschen genommen, um ihnen die Impfung aufzuzwingen. Kinder werden gegen den Willen ihrer Eltern zur Impfung überredet. Zu B. Die 22 schrecklichen Nebenwirkungen, die bereits in der FDA-Notfallgenehmigung aufgeführt sind, wurden den Versuchspersonen nicht mitgeteilt. Wir führen diese im Folgenden zum Nutzen der Weltöffentlichkeit auf. Per Definition hat es nie eine informierte Zustimmung gegeben. In der Zwischenzeit sind Tausende von Nebenwirkungen in zahlreichen Datenbanken erfasst worden. Während die sogenannten Fallzahlen im 30-Minuten-Takt durch alle Massenmedien gepiept werden, gibt es weder einen Hinweis auf die schwerwiegenden unerwünschten Nebenwirkungen noch darauf, wie und wo die Nebenwirkungen zu melden sind. Soweit uns bekannt ist, wurden sogar erfasste Schäden in allen Datenbanken massenhaft gelöscht. Der Grundsatz 6 des Nürnberger Kodex verlangt: Das Maß des einzugehenden Risikos sollte niemals dasjenige überschreiten, das durch die humanitäre Bedeutung des durch das Experiment zu lösenden Problems bestimmt wird. Die Impfung gegen Covid hat sich für etwa 99% aller Menschen als gefährlicher erwiesen als Covid. Wie die Johns Hopkins Universität in einer Studie mit 48.000 Kindern dokumentiert hat, besteht für Kinder keinerlei Risiko durch das Virus. Aus ihren eigenen Daten geht hervor, dass Kinder, für die das Virus kein Risiko darstellt, nach der Impfung Herzinfarkte erlitten haben. Mehr als 15.000 Kinder haben unerwünschte Ereignisse, darunter mehr als 900 schwerwiegende Ereignisse. Mindestens 16 Jugendliche sind in den USA nach der Impfung gestorben. Wie Sie wissen, wird nur etwa 1% gemeldet. Und während wir schreiben, steigen die Zahlen rapide an, mit Ihrem Wissen. Artikel 10 des Kodex: Während des Versuchs muss der verantwortliche Wissenschaftler bereit sein, den Versuch in jeder Phase abzubrechen, wenn er unter Anwendung des von ihm geforderten guten Glaubens, überlegenen Könnens und sorgfältigen Urteils Grund zu der Annahme hat, dass eine Fortsetzung des Versuchs wahrscheinlich zu einer Verletzung, Behinderung oder zum Tod der Versuchsperson führen wird. Angeblich haben rund 52% der Weltbevölkerung mindestens eine Impfung erhalten. Eine ehrliche Offenlegung der wahren Zahl der Impfstoffgeschädigten, der Todesopfer und der Verstorbenen weltweit ist längst überfällig. Es handelt sich inzwischen um Millionen. Legen Sie uns jetzt die wahren Zahlen der Covid-Impfstoffopfer vor. Wie viele werden genug sein, um Ihr Gewissen zu wecken? Liste der unerwünschten Wirkungen, die der FDA vor der Notfallgenehmigung bekannt waren. Und hier, die möchte ich jetzt nicht im Einzelnen aufführen, aber das sind hier schon mal 22 unerwünschte Wirkungen, die schon gravierend sind. Unterzeichnet haben das Überlebende des Konzentrationslagers, ihre Söhne, Töchter und Enkelkinder, einschließlich Personen guten Willens und guten Gewissens. So, die persönlichen Daten der Überlebenden des Holocaust und ihrer Angehörigen können auf offizielle Anfrage zu Authentifizierungszwecken zur Verfügung gestellt werden. In einem offenen Brief werden die Daten zum Schutz der Unterzeichner vor Repressalien nicht veröffentlicht. Die Übergabe des Briefes ist auf der Seite von Uncut News Schweiz als Video auch zu sehen. So she is one of the people represented by this matter. Thank you very much. Taking good care of it and bringing it to the right person to take care of it. Yeah, I will. Thank you. Thank you. Ja, und jetzt möchte ich eigentlich mal die Frage eigentlich an den Berliner Richter vom Amtsgericht Biergarten stellen. Wenn er diesen Mann
verurteilt hat zu 80 Tagen sitzen, weil er einen Davidstern mit der Aufschrift Impfen, nein, danke getragen hat. Und er deshalb verurteilt wird, weil er angeblich den Holocaust verharmlost hat. Dann wäre es doch jetzt auch notwendig, dass man diese Holocaust-Überlebenden, die den Brief in Amsterdam an die IMA übergeben haben, ebenfalls der Verharmlosung des Holocausts anklagt und verurteilt. Schließlich sagen die ja ganz deutlich, dass hier der zweite Holocaust jetzt passiert und dass hier, und sie stellen sogar einen Zusammenhang zwischen den Daten von Josef Mengele her. Lieber Herr Richter, was sagen Sie dazu? Und liebe Zuschauer, wie ist eure Meinung dazu? Das würde mich jetzt mal interessieren auch. Also, ich möchte nochmal zusammenfassen. Wenn ein Ungeimpfter heute seine persönliche Situation der Diskriminierung und des Ausschlusses von vielen Möglichkeiten des öffentlichen Lebens symbolisch mit der Verfolgung der Juden durch die Nationalsozialisten vergleicht, dann ist das aus Sicht der Staatsanwaltschaft und aus Sicht der deutschen Justiz, also eines Berliner Richters, Volksverhetzung und wurde mit einer Geldstrafe in Höhe von 80 Tagessätzen geahndet. Wenn jemand das Bekenntnis ablegt bzw. die Aufforderung veröffentlicht, jeden Impfverweigerer ins Gas zu schicken oder in eine Genickschussanlage und auch vorher in ein KZ, um den Verweigerer dann erstmal auszubeuten, zu foltern, das ist nach Auffassung der Nürnberger Staatsanwaltschaft nicht strafbar. Ist das jetzt die neue Normalität in der deutschen Rechtsprechung?